Trainer der U9-Mannschaft F1 von RB Leipzig. Genau, habe in der Vergangenheit aber diverse Mannschaften von U8 bis U13 betreut. Also U13 war der älteste Altersbereich, den ich betreuen durfte und bin jetzt aktuell in der U9, wie gesagt. Cool. Okay, dann zur zweiten Frage, die jeder Trainer am Anfang beantworten soll und darf. Du selber, welcher Trainer oder Trainerin inspiriert dich oder hat dich inspiriert? Ja, aus eigener Erfahrung hat mich der Robert Klaus sehr inspiriert. Der war in der U15 bei RB Leipzig mein Trainer. Der ist jetzt beim 1. FC Nürnberg Cheftrainer. Mit dem durfte ich oder unter ihm durfte ich ein Jahr trainieren. Da habe ich ja, sehr, sehr viel im Nachhinein draus gezogen, weil er damals schon als Jugendtrainer ein sehr, 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 sehr ambitionierter und ja, sehr guter Trainer einfach war, einen super Umgang mit uns Jugendlichen hatte. Und das war einfach ja, für mich einfach ja, eine Inspiration oder einfach auch ein Vorbild, wovon ich jetzt noch zehre. Ja, und auf einer etwas anderen Ebene dann einfach noch Marcelo Bielsa, der mich da in Sachen Detailorientierung und auch in einer gewissen Versessenheit, die er da teilweise schon an den Tag legt, ja, begleitet und inspiriert weiterhin. Okay. Seine Frage, in welchem Alter beginnt man mit dem Techniktraining? Was würdest du da sagen? Ich glaube, dass das gar nicht altersgebunden ist. Ich denke, es kommt immer auf die Art und Weise darauf an, wie Technik trainiert wird. Also es kann, glaube ich, schon im frühesten Alter, wenn Kinder, also ab dem Zeitpunkt, in dem sie anfangen, Fußball zu spielen, ja, wollen sie ja, oder ist es ja trotzdem notwendig, auch automatisch die Technik zu verbessern. Ich denke, es kommt halt auf den Weg darauf an, wie gesagt, dass es halt eben in einem ganz jungen Alter, also im frühen F-Jugendbereich, U8 bis Bambini-Alter, dass es da hauptsächlich darum geht, ja, so technische Bausteine, technische Details über spielerische Anreize, über freudbetonte ja, kleine Spiele den Jungs nahezulegen, ohne das jetzt explizit einzufordern oder explizit zu coachen, sondern dass sie halt einfach implizit daran geführt werden, einfach nur durch das Spiel oder durch die Übung, dass sie dann ja, durch gewisse Provokationsregeln im Spiel automatisch dann bestimmte Techniken anwenden müssen. Also eine konkrete Kontaktbeschränkung gebe ich nie. Okay. Weil ich einfach trotzdem, weil ich glaube ich dann einfach dem Spieler eine gewisse Entscheidungsvielfalt halt wegnehme. Und wir, also uns ist es und mir ist es besonders wichtig, dass die Jungs halt selbstständig die Entscheidung treffen und da halt im ersten Moment alle Möglichkeiten haben und nutzen können. Ja. Wenn ich jetzt in einem technischen Passspiel Schwerpunkt bin und schnelle Entscheidungen mit wenig Kontakten forcieren möchte, was ja vielleicht diese zwei Kontaktregel einfach bewirken kann, dass ich dann einfach über Gegnerdruck und Raumdruck arbeite, dass ich eben das Feld so verkleinere, dass die Kinder halt indirekt dazu gezwungen sind, wenn sie eben Erfolgserlebnis haben möchten, dann halt nur zwei Kontakte oder drei Kontakte zu nehmen. Ja, aber es kann ja trotzdem sein, dass da eine Situation auch auf engem Raum entsteht, wo ich vielleicht mal mit der Ballsicherung finde oder mit drei, vier Kontakten vielleicht mal in einen freien Raum dribbeln muss, wo vielleicht noch kein Spieler ist und ich hätte spielen können. Kann ja trotzdem entstehen und deswegen arbeite ich persönlich nie mit dieser absoluten Begrenzung der Kontakte, weil ich die, ja, wie gesagt, die Lösung für die Jungs halt offen lassen möchte und die Jungs selber entscheiden lassen möchte. Und kann das aber dann trotzdem über Zeit- und Raumdruck oder Gegnerdruck erhöhen. Gibt es dann ein Alter, wo du sagst, da nehmen sie es am besten auf, was das Techniktraining betrifft, da lernen sie am meisten? Ja, ich würde schon sagen, dass so in diesem E-Jugendbereich, früher D-Jugendbereich, wenn also diese großen Wachstumsphasen noch nicht begonnen haben, dass da halt einfach von der motorischen Voraussetzung schon einfach eine gute Grundlage da ist, um eben Technik zu trainieren, gerade jetzt, was eben spezielle koordinativ anspruchsvolle Bewegungen, wo es dann eher ins Fintieren geht, also ich glaube so Passspiel, Dribbling ist dann doch noch ein bisschen einfacher in der Technik als jetzt das Fintieren, weil das Fintieren dann nochmal ein bisschen komplexer ist und vielleicht auch motorisch nochmal deutlich anspruchsvoller, also gibt es ja auch ja, kaum Grenzen bei Finden, also da gibt es ja alle Möglichkeiten. Wir sehen das ja auch im Profifußball immer wieder, dass ja gefühlt jedes halbe Jahr irgendwo neue Finden entstehen. Denke aber, dass das halt für die Kinder in dem Alter, E-Jugendbereich, vielleicht später F-Jugendbereich bei uns im Leistungszentrum auch,
dass es da eben auch möglich ist, da viel dran zu arbeiten und dass das dann ein gutes Lernalter dafür ist. Ja, deswegen lass uns da dran teilhaben, wie du selber Technik mit deiner neuen Mannschaft trainierst und eben, ja, wie ihr das als Verein dann auch handhabt. Also ich fange gleich mal auf der Makroebene an. Also im Verein ist es schon so, dass wir das Techniktraining auch als essentiellen Baustein oder essentiellen Teil unseres Trainings auch sehen und das auch entsprechend einbezogen ist. Also es ist so, dass von der U8 bis U11 das Techniktraining ja einen festen Bestandteil des Trainings ausmacht bei jeder Mannschaft. Es unterscheidet sich dann ein Stück weit zwischen den unterschiedlichen Altersbereichen, wie sich das dann gestaltet, wie das ausgeprägt ist. Wie ich schon angedeutet habe, ist in der U8 so, dass es da eher spielerisch ist und noch gar nicht explizit und über große Wiederholungszahlen kommt. In der U9 ist es dann schon beginnend über Wiederholungen, über vor allem auch Intensität und Stressfaktoren für die Kinder. Das Techniktraining in der U10, U11 ist es dann doch noch mehr praxisorientiert, also dann schon eher ins 1 gegen 1 übergehend mit aktiven Gegnern, aber auch trotzdem immer wieder wiederholend über Wiederholungsform, über Körperform etc. Ich konkret habe für mich über die letzten Jahre hinweg einen Katalog an technischen Details, gerade jetzt, also ich würde jetzt mal ein Stück weit aufs Fintieren gehen, worum sich das explizite Techniktraining bei mir vorrangig dreht, einen Katalog entwickelt, in dem ich einfach Bausteine und Details aufgezählt habe oder gesammelt habe, die für mich entscheidend sind, dass ich als Stürmer, als angreifender Spieler ein 1 gegen 1 für mich gewinnen kann, eine Finte erfolgreich durchführen kann und erarbeite halt Stück für Stück, ähnlich wie ein Lehrplan in der Schule, arbeiten wir diese Details und diese Bausteine im Techniktraining dann in diesem Teil. Der Teil ist immer 20 Minuten, also wir starten immer mit einer kleinen Spielform, ohne Coaching, also lassen die Kinder halt ankommen, in einer freudbetonten Spielgeschichte und lassen die frei spielen. Das sind meistens sportartübergreifende Spiele und auch fußballfremde Spiele, wo sie dann einfach sich nochmal ausprobieren können, verschiedene Bewegungserfahrungen sammeln können. Und dann im Anschluss, wie gesagt, 20 Minuten Techniktraining. Das funktioniert so, dass ich zumeist das zweigeteilt habe. Ich habe in der Regel eine Gruppe von 14 bis 18 Kindern, je nachdem, wie viel da sind, wie viel gesund sind. Und die Gruppe teilt sich dann nochmal in zwei Hälften zu jeweils 10 Minuten in dem 20-minütigen Technikteil. Und da habe ich dann einmal einen anwendungsorientierten Technikteil, in dem ich dort in einem halbaktiven 1 gegen 1 verschiedene Details und Bausteine eben coache und in dem anderen da den Wiederholungsteil, wo es halt viel über Üben und Wiederholen geht, die Fintierbewegung halt reinzubekommen, zu üben, anzuwenden. Genauso sieht dann grob der Technikteil aus. Der Patrick fragt das, gibt es für dich einen wichtigsten Skill, den es da abzuarbeiten gibt, den man unbedingt können muss? Oder sagst du, die sind gleichwertig oder ist es wichtig, viele zu können? Ja, also jetzt konkret im Beispiel meines Jahrgangs oder meiner U9-Tätigkeit ist es so, dass wir den Jungs vier Offensivfinden, vier gegnerüberwindende Finden zur Verfügung stellen und mit denen einüben und trainieren und vier Finden zur Ballsicherung. Also ich habe jetzt Übersteiger, Schere, Körperfinte und Elastico als gegnerüberwindende Finden. Ja. Und ballsichernde Finden habe ich zwei hinter Standbein, Defensivschere, Zidane und einen Moment, Sohle Außenriss. In der Cup-Bewegung, das sind halt dann Ballsicherungsfinden, also ich habe dann jeweils zu jeder Hälfte vier Finden. Im Endeffekt ist es dann trotzdem so, dass wir im Prozess der Individualisierung mit den Jungs das halt beobachten, okay, welche Finde nutzt denn jeder Spieler etwas häufiger. Also es bildet sich dann einfach erfahrungsgemäß raus, dass es dann halt Spieler gibt, die halt häufiger einen Übersteiger anwenden. Es gibt Spieler, die häufiger Schere anwenden. Es gibt Spieler, die dann sehr gerne Zidane-Finte anwenden. Und das beobachten wir, begleiten wir ein Stück weit und dann helfen wir einfach den Jungs in ihrer Lieblingsfinte noch weiterzukommen und noch sich noch mehr zu verbessern. Also die Positionen wechseln bei uns halt komplett durch. Wir haben keinen festen Torhüter.
Es ist so, dass die permanent rotieren, auch innerhalb eines Wettkampfes, so dass halt jeder Spieler jede Position kennenlernt. Und auch da beobachten wir und begleiten wir die Jungs halt dabei, wo sie sich halt am wohlsten fühlen über einen langfristigen Zeitpunkt. Welche Position sie am liebsten begleiten, und dann entwickelt sich sowas halt auch automatisch heraus. Nichtsdestotrotz ist es dennoch wichtig, diese breite Ausbildung zu gewährleisten, indem ich halt wirklich mehrere Finden anbiete und auch mehrere Finden übe und einfordere, aber dann die Entscheidung halt offen lasse, was ich dann am liebsten mache, was ich am häufigsten einsetze. Weitere Details im Techniktraining, Fintiertraining könnten dann zum Beispiel sein: Position des Oberkörpers, ne, wie ist meine Körperhaltung, ist die eher groß, ist die eher klein? Was hat das für einen Vorteil, wenn ich leicht in die Knie gehe, wenn mein Körperschwerpunkt ein bisschen nach unten verlagert ist, dass die Jungs das dann auch ausprobieren, gerade in dieser passiven oder halbaktiven 1-gegen-1-Form, dass sie dann halt schon merken, okay, mit einem geringeren Körperschwerpunkt bin ich deutlich beweglicher, komme schneller von rechts nach links, kann schneller reagieren, kann schnellere Bewegungen durchführen. Daneben auch ein großes Detail oder ein wichtiges Detail im 1-gegen-1, also Oberkörpertäuschungsverhalten, wie arbeite ich mit meinem Oberkörper dabei, wie kriege ich das authentisch hin, dass der Gegner denkt, okay, ich laufe jetzt nach links beim Übersteiger oder täusche nach links an und gehe dann doch nach rechts, dass wir da viel über Bewegung aus den Schultern arbeiten, über Oberkörpertäuschbewegung, den Jungs das zeigen und beibringen. Was ein wichtiges Detail auch ist, was so, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm ist von den meisten, ist, wie beobachte ich denn den Gegner? Bringt mir das was, wenn ich einen Blick vom Ball löse, wenn ich einen Gegner beobachte? Also da arbeiten wir auch sogar schon in der U9 daran, dass die Jungs halt im 1-gegen-1 den Blick vom Ball lösen, um den Gegner auf die Knie zu schauen. Warum Knie? Also Knie zeigen mir halt häufig eine Schwerpunktverlagerung des Gegners an, und das können die Kinder dann auch in diesem Techniktraining, gerade in dieser entschärften Form, wo sie einfach viele Wiederholungen haben und trotzdem den Gegner sehen, schon erkennen, okay, wann verlagert der Gegner sein Gewicht, wann macht er einen größeren Schritt, wann hat er halt vielleicht viel Gewicht auf seinem rechten Fuß. Und dann ist es natürlich für einen Verteidiger halt automatisch schwerer, in die andere Richtung zu kommen. Das kennt halt jeder Fußballer, wenn ich halt lange Schritte mache, wenn ich viel Gewicht auf eine Seite bringe, ist es dann immer unangenehm, auf die andere Seite wiederzukommen. Genau. Ja, okay, das ist. Letztes Detail ist vielleicht so der Unterschied zwischen Ballsicherungsfinden und Offensivfinden. Also wann setze ich die ein, welche Spielsituationen gibt das her? Möchte ich einen Gegner überwinden oder habe ich vielleicht Druck von zwei Gegnern, möchte den Ball eher sichern? Wann setze ich meinen Gegner fern Fuß ein, wann schiebe ich den Körper davor? Wie kann ich da durch Position des Balles an meinem Körper das verhindern, dass der Gegner mit einem langen Schritt an den Ball kommt? Das sind so die Details, die es über das Jahr hinweg strukturiert und schrittweise nacheinander erarbeitet werden.